Jawohl, endlich. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ihr habt zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet. Ich möchte euch nämlich ein neues Format vorstellen. Und zwar DayZ Kill of the Week. DayZ Kill of the Week. In DayZ Kill of the Week werde ich auf eure Clips reagieren. Das bedeutet, eure Clips bilden ein komplettes Video hier auf meinem Kanal. Und das Thema ist natürlich DayZ. Ob ihr jetzt einen Spieler auf seltsame Art und Weise oder auf spannende Art und Weise gekillt habt oder ob ihr eine Zombie-Horde oder einen einzelnen Zombie einfach lustig killt, dürft ihr mir sehr, sehr gerne zuschicken und ich werde ein ganzes Video daraus machen. Jetzt fragen sich vielleicht viele von euch, warum ich das überhaupt mache oder warum ich überhaupt dieses Format ins Leben gerufen habe. Ich möchte einfach viel mehr mit euch kommunizieren, ich möchte einfach viel mehr mit euch interagieren. Ich möchte, dass wir eine richtig geile DayZ-Community aufbauen. Jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere denken, boah, das hört sich mega an, möchte ich mitmachen, aber wie geht das? Schaut mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link mit DayZ Kill of the Week Videoclips einsenden und wenn ihr auf diesen Link klickt, kommt ihr automatisch zu diesem Kontaktformular. Da seht ihr schon, da könnt ihr euren Gamertag eintragen, sodass ich euch natürlich namentlich in diesem Video nennen kann. Unter eurem Gamertag seht ihr nochmal ein Kästchen, wo ihr das Video oder besser gesagt den Link zusenden könnt. Da tragt ihr den Link ein, geht runter und klickt auf Senden und schon landet der Videoclip bei mir. Da ich natürlich nicht weiß, wie dieses Format ankommt und ob ich natürlich genügend Clips zugesendet bekomme, werde ich erstmal die ersten Clips in meinen Videos mit aufbauen und dann werde ich das ankündigen mit DayZ Kill of the Week und dann wird dieser Videoclip gezeigt. Wenn ich aber gleich von Anfang an, wer weiß, genügend Videos zugesendet bekomme, wird es eine komplette Folge nur über diese Videos sein und wie ich drauf reacte. Um euch natürlich ein kleines Beispiel zu geben, wie das Endformat dann eventuell aussehen könnte, zeige ich euch jetzt mal einen Clip, den ich geschossen habe. Oh shit. Wer ist das denn? Wo kommt denn der her? Oh shit. Oh shit, oh shit. Was ist denn hier los? Was geht hier ab jetzt gerade, Leute? Und was mit dem los war, weiß ich auch nicht. Leute, alles was ich will, ist ein Dosenöffner. Danke. K.A. Perfekt. Ich bin einmal weg, Leute. Ich weiß nicht, ob der mich gehört hat. Anscheinend ja. DayZ Kill of the Week. Also ich glaube, dass dieses Format richtig, richtig Spaß machen kann. Ich hoffe natürlich, dass ihr genauso Bock drauf habt wie ich. Ich freue mich da auf jeden Fall schon mega mäßig drauf. Ich glaube, das kann ganz schön lustig werden, ja, bei manchen Situationen bei DayZ. Allein schon die Bugs und so, ihr wisst Bescheid. Wir werden dann auf jeden Fall am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Falls es euch nicht gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach unten geben. Schreibt mir aber bitte in die Kommentare, warum das Ganze. Ob ihr was verändern sollen, ob ihr was verbessern sollen oder ob wir es einfach ganz lassen sollen. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in Chernerus. Meine Überlebenskünstler, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Psst, liebe Leute, ich habe da eine kleine Info vergessen. Die Info, die ich vergessen habe, ist eigentlich relativ simpel. Wir werden natürlich noch einen Sieger aus diesen ganzen Videoclips küren, der dann natürlich den Titel bekommt, DayZ Killer of the Week.